Hier ist das Kinderzimmer. Ihre Gegner. Frech, laut und völlig unberechenbar. Nerven am Limit. Volles Chaos und Alarm für Mutti Elf. Eine Entführung! Was haben wir? So viel wir wissen, ein Geiselnehmer, etwa 7 Jahre alt. Er hat sich da drin verschanzt. Wie viele Geiseln? Zum Glück nur einer, aber es ist Knuddel. Hallo Mami, ich habe Hunger. Verdammt. Keine Ahnung, wie lange das durchhält. Das Spielhaus ist umstellt, du hast keine Chance. Lass Knuddel einfach frei und dir wird nichts passieren, du hast mein Wort. Da rührt sich nichts. Jonas, jetzt mach doch keinen Scheiß, Junge. Verbau dir doch nicht deine Zukunft. Lass Knuddel einfach frei, bevor irgendwas passiert, was du später bereust. Er stellt sich taub. Uns läuft die Zeit davon. Du hast recht. Wir müssen was unternehmen. Mein Schatz, wir haben ihn. Er ist unversehrt. Hallo Mami, ich habe Hunger. So, mein Sportsfreund. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre, einfach so Kuscheltiere von anderen Kindern zu entführen. Mir tut's immer in der Seele weh, wenn ich sehe, wie so junge Leute wie du vom Weg abkommen. Aber vielleicht hast du ja daraus gelernt. Und wir können uns das in Zukunft hier alles ersparen. Aber hey, ist doch noch mal gut gegangen. Ja.